Und ist noch das zweite Fragezeichen. Jo, war schon durch. Jetzt haben wir den Übergang, den wir vorhin auf die andere Seite durch... Ach, das ist nur... Haben wir hier den... Die komische Treppe hier gesehen? Also vorhin, ne, wo wir Revelio angewendet haben, haben wir da die große Treppe gesehen, aber in komisch. Wir gehen viel zu weit nach oben für diesen... Für diesen Raum, wo wir eigentlich hin wollten. Aber da ist wieder ein Fragezeichen. Aber den haben wir, das haben wir, glaube ich, auch schon gelöst, ne? Jo. Kommen wir da irgendwo... Nein, Sackgasse war ja wieder klar. So. Das wird schön gewesen, wenn wir irgendwo hindurch gekonnt. Aber hier ist ja der Durchgang, ne? Ja, die Dame, jo. Die hat doch wirklich Flohpulver erfunden, ohne Witz. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ach so, unser Raum. Ja, ja, okay. Und hier wird die Dame in Flohpulver. Irgendwo gehe ich doch nochmal hoch, oder? Oder bin ich jetzt komplett doof? Oder hier ist... Nee, hier ist rund. Doch, hier. Aber was ist hier oben? Hier kann man ganz weit nach oben. Ist, glaube ich, sogar... Da ist der Raum des... Schulleiters. Genau, das war so. Hier ist der Raum des Schulleiters, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber das war ja auch so, oder? Das müsste es gewesen sein. Hier kam ich nicht hoch, weil... Revelio. Genau. Hier, Schlüssel. Haben wir nicht. Und auf der anderen Seite... ist das Ding. Schulleiter, ne? Öffne dich! Öffne dich! Hm. Tut sich nichts, ne? Ja, wäre halt schön, wenn wir da noch hochkommen könnten. Irgendwann mal in den Jahren. Das wäre halt schon irgendwie schön. Aber gut. Da oben ist irgendwas. Da muss ja sein, weil da oben werden ja Truhen angezeigt. Muss irgendwas sein. Das muss sein. Das kann nicht sein, dass es hier nichts ist. Und das wundert mich. Das ist so für mich so ein... Das wundert mich so sehr. So, da können wir jetzt hier durch. Danke sehr. Oh lala. So, hier die Rübe nochmal durchtreten. Hier haben wir keine Hausmarken, oder? Ach so. Ich dachte, wir kämen jetzt irgendwo noch einen Hinweis. Aber so ist es nicht. Wir haben jetzt knappe 41% der ganzen Hütte hier ausgekundschaftet. In prozentual mäßig gesehen. Wir kommen noch weiter nach oben. Ist da irgendwann ein Gemeinschafts-Gryffindors? Nee, ist Ende Gelände. Das ist so eine Verarsche hier. Warte mal kurz, bevor wir jetzt hier aussteigen. Gibt's hier irgendwie noch ein Special? Nee, oder? Nö. Hätte ja sein können. Okay. Also die große Treppe in diesem Spiel ist irgendwie... Sorry, aber die ist irgendwie nichts klar. Die wird so animiert. Aber ich will das wieder vom Originalen haben. Ich will das vom... Ne? Von den Büchern, Filmen, was auch immer. Ich bin, glaube ich, lebensmüde hier, ne? Hier runter zu rennen. So. Schubsdiwups. Und von hier kommt man ja auch gar nirgends irgendwo hin. Es soll ja theoretisch sein, dass man hier auch überall hinkommt. Aber das ist es nun mal nicht. Hä? Hier sind überall andere Symbole eingegraviert. Interessant, interessant. Und wir sind... Was?
Ah, so, Ravenclaw. Das wäre der Turm zu Ravenclaw? Und ich, war ich hier schon? Ja, doch, doch, da waren wir. Von hier kommen wir, glaube ich. Dann gehen wir doch mal diese Treppe hier hoch. Wir müssen ja irgendwo die Hausmarken finden. Wow, danke sehr. Ach, geht noch weiter. Irgendwo muss noch Hausmarken sein, die wir halt finden können. Was haben Sie jetzt vor? Na, ist das nicht besser? Und hier waren wir ja auch schon. Also nur für ein Quest oder so. Oh. Also, eins. 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 5. Ja. 0, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier kommt eine Eule hin. Oh. Und wir haben 4, 1, 0, das heißt 3. 0, 1, 2, 3. Das heißt den Basilisk, Obelisk, was auch immer mit den 3. Nein, das war schon richtig scheiße. So. Meine Herren, wir haben das ganze Zeug. Das ist nicht nur ein kleiner Raum, das ist ein ganzer. Oder? Oder nee? Oder doch nicht? Hallo? Wo sind wir hier? Unterrichtsraum für Arithmetik. In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologien. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf die Schulbank Mondkälber zu zählen und dabei einzudösen. Das ist der Raum, den wir mal gesehen haben, mit den ganz vielen Symbolen. Okay. 0, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Das heißt, 2 muss Einhorn sein. 17, oh, jetzt müssen wir rechnen, okay. Wo ich bin da oben? 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 11, das heißt noch 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drachen oder sowas in der Art. So eine Eidechse war es. Mal gucken. Und hier auch noch eine zweite. Cool. Oh, Jemine. 0, okay. Unten 2, unten, das ist 0, 13, noch 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, das heißt 2 ist Spinne. Ist eigentlich eine Mathematikaufgabe, mehr nicht, im Prinzip, wenn man es so mal nimmt. 15, okay, da haben wir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gibt 12, heißt 11, heißt 4. 0, 1, 2, 3, 4 heißt Vögelchen. Also eine Eule. Was? Nee. Eule. Habe ich dann immer noch da hinten. Hat sich das blöderweise halt ein bisschen vertan. So. Wir entdecken immer noch Räume hier in diesem Spiel. Interessant, dass wir auch noch Räume finden. Komplette Räume, die wir noch nie gesehen haben. Ja, toll. Wir rennen gegen Wände. Und so kommen die Schüler zum Arithmetikraum. Okay, das ist ja wirklich crazy.
Ja, habe ich schon gesehen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das muss leider, ist es kein Geniestreich. Aber interessant. Ach, das wird hier sogar noch erklärt. Das haben wir selber rausgefunden irgendwann, ne? Aber warum ist das alles so versteckt? Also auch der Raum jetzt hier, der war ja total versteckt. Warum ist er so? Jetzt weiß ich nicht, ob wir runter oder hoch sind. Ne, wir sind hoch. Gibt's da oben eine Frage? Wenn jemand im Rollstuhl hierher kommt, wie funktioniert das denn? Hier oben. Kann er einfach Wahrsage nicht buchen? Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Wie kamen Sie eigentlich dazu, Wahrsagen zu unterrichten? Die Kunst des Wahrsagens ist ein wichtiger, aber oft missverstandener Zweig der Magie. Nur wenige von uns besitzen das innere Auge. Und sie werden, wie es bei den Besonderen unter uns häufig der Fall ist, oft falsch verstanden oder gar gefürchtet. Als ich die Chance bekam, andere über meine Gabe und das Gute, das sie bewirken kann, zu unterrichten, war ich sehr dankbar. Verstehe. Nati hat erzählt, dass sie beide aus Uganda hergezogen sind und sie dort Ouagadou besucht hat. Ja, Natsai und ich haben Uganda und Ouagadou geliebt. Aber jetzt fühlen wir uns hier wohl. Ich hatte eine solche Veränderung vorausgesehen, kannte aber nicht die Details. Ich war froh über das Ergebnis. Sie sollten immer im Hinterkopf behalten, dass die Folgen unseres Handelns komplex sind. Und deshalb gehört zum Wahrsagen einiges mehr, als in eine Kristallkugel zu schauen oder den Boden einer Teetasse zu betrachten. Was denn? Ich finde das alles sehr faszinierend, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Faszinierend, das kann man wohl sagen. Und ich bin sicher, dass Sie in den kommenden Tagen viele Dinge noch besser verstehen werden. Schließlich sind Sie Schülerin in Hogwarts. Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass wir uns in der Welt der Zauberei immer im Bereich des scheinbar Unerklärlichen bewegen. Natürlich nicht, Professor. Ich weiß, dass wir beide viel zu tun haben. Nicht wegen des inneren Auges, sondern weil ich Professorin bin und Sie Schülerin sind. Ich habe unser Gespräch genossen. Okay, dann genieß mal zurück. So, aber hier oben gibt's nichts mehr zu tun, ne? Ist ein bisschen doof jetzt. Was machen wir denn hier oben? Auch von hier geht's wieder dahin. Das ist alles so komplett verwirrend hier gestaltet. Da hinten ist der komische Raum, ja. Hier hinten waren wir noch nicht. Weißt du, weil wir eine Truhe haben, die hier sich nicht geöffnet haben will, wenn man gesichtet wird. Ich dachte, wir hätten schon fast alles hier gesehen, aber man sieht schon, der Raum hier hinten haben wir noch nicht gesehen. Ne? Ja, wir haben halt zu wenig hier mitbekommen. Okay, es ist schon ends. Es ist schon recht cool. Da oben haben wir jetzt das Ganze abgeklappert. Was da, was ist da hinten wieder? Stimmt, da geht es auch noch irgendwo anders weit. Ich gehe hin. Da geht es ja raus. Und noch in einen anderen Raum. Andere Hut. Aber ich glaube, da ist Richtung Slytherin im Kerker, ne? Das wäre noch interessant, ob wir hier irgendwelche Dinge finden, die wir benötigen.
Ne? Also,